Finale Spiel 4 in der deutschen Eishockeyliga zwischen dem EHC Red Bull München und den Grizzlies aus Wolfsburg. Die mitgereisten Fans aus München in der Eisarena in Wolfsburg, die waren frohen Mutes. Ein Sieg noch ist das Team von Don Jackson entfernt vom Meistertitel. Fünfmal hat es der Head Coach der Münchner schon geschafft in der deutschen Eishockeyliga. Mit Berlin kann er den Titel auch nach München holen. Das war die Frage an diesem Freitagabend. Oder gelingt Wolfsburg nochmal die Überraschung? München in den weißen Trikots mit der ersten guten Chance über Michael Wolf. Die Wolfsburger auch in diesem Spiel wieder stark ersatzgeschwächt. Auf 6 Spieler mussten sie verzichten und die Münchner witterten früh die Chance auf das 1:0. 10. Spielminute. Toni Södaul läuft da perfekt ein und erzielt das Auswärtstor. Der Finne, klasse in Szene gesetzt von Mats Christensen, der die Scheibe perfekt in die heiße Zone bringt. Und Wolfsburg war das erste Mal geschockt. Aber unverhofft kommt oft Wolfsburg in Unterzahl mit der Riesenreaktion. 17. Spielminute, Mark Vokes mit einem Ausrufezeichen an die eigenen Fans. Die Halle war ausverkauft mit 4.503 Zuschauern. Und so konnte Wolfsburg zeigen, dass sie nicht ganz abgeschlossen haben mit dieser Best-of-Seven-Serie. Kurz danach aber ein Überzahlspiel für den EHC Red Bull München. Und das ist ganz clever ausgespielt. Michael Wolf mit seinem 8. Playoff-Tor in dieser Saison. Der 35-Jährige erlebt ein super Jahr bei den Münchnern. Aber nur 21 Sekunden später wieder eine Reaktion der Wolfsburger und wieder war der starke Mark Vokes beteiligt. Was für ein Pass mit der Rückhand genau aufs Blatt von Garrett Fauser. Riesentreffer in der 18. Spielminute und das verdiente 2:2. Damit ging es auch rein in die Drittelpause. Und im zweiten Durchgang hatte Wolfsburg sogar noch eine weitere Antwort. Der Pass auf natürlich Mark Vokes. Das 3:2 in der 34. Spielminute. In seinem dritten Jahr Wolfsburg übernimmt er Verantwortung und lässt zumindest die Fans hoffen, dass es auch einmal klappt in dieser Serie mit einem Sieg. Aber München hatte das Selbstvertrauen aus diesen 3 Siegen zuvor. Und jetzt trafen sogar noch die Young Guns. Maximilian Kastner, erstes Playoff-Tor seiner Karriere, der 23-Jährige, in der 37. wieder mit dem Ausgleich. Und in diesem 3:3 ging es dann in den letzten Durchgang. Münchner wieder mit einer guten Chance über Jason Jeffrey. Er wird hier bedient und scheitert an Felix Brückmann. Und genau in diesem letzten Drittel merkte man, dass ein Björn Grupp, ein Armin Wurm, ein Robbie Biener und wie sie alle heißen, fehlten bei den Wolfsburgern. Sie waren dezimiert und dann schlichen sich solche Fehler ein. Und die nutzten die Münchner. Keith O'Coin. Wolfsburg eigentlich in Scheibenbesitz, aber sie geben die Scheibe ab und somit in der 48. das 4:3 und 3 Minuten später wieder der Scheibengewinn für die Münchner. Und was für ein Schuss von Steve Pinisotto, der Bad Boy der Münchner, mit dem 5:3 und dem Schlusspunkt dieses letzten Finalspiels aus der Saison 2015 und 2016. Die Münchner sweepen Wolfsburg in dieser Finalserie und holen sich erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Eishockeymeistertitel in der DEL. Und natürlich war auch Michael Wolf mit seinen 35 Jahren und seinem ersten DEL-Titel im Mittelpunkt des Geschehens. Der
Trainer kam auch gerade an, hat dir ehrfürchtig gratuliert. Also wirklich viel Respekt dabei. Was bedeutet das für dich jetzt für deine Karriere? Ich habe schon gesagt, fast 600 Spiele. Ja, es war ein Ziel dieses Jahr und es war ein harter Kampf bis zum Schluss. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat unglaublich gut gespielt und am Schluss auch, denke ich, verdient gewonnen. Und ja, freut mich natürlich riesig, aber ich denke, ich werde noch ein paar Tage brauchen, um das erst zu realisieren. Was für ein Jahr für Michael Wolf mit 35 Jahren. Der erste DEL-Titel und dann noch die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Finalserie. Beim Headcoach des Gegners blieb nur der große Respekt vom EHC Red Bull München. Klar, wir sind stolz auf die Mannschaft, auch wieder Fahrer, was die heuer geleistet haben. Auch heute, wir haben mal wenig Verteidiger gehabt eigentlich. Nichtsdestotrotz haben die Jungs alles gegeben und dann München hat viermal gewonnen in vier Spielen. Das bedeutet, haben sie auch verdient gewonnen und ich gratuliere einfach den Münchner, den Trainer und der Mannschaft. Der Sieger der Hauptrunde ist auch der Sieger der Playoffs. Herzlichen Glückwunsch, EHC Red Bull München.